Quanta costa una birra piccola? Ist auch wieder sehr österreichisch. Der Italiener würde sagen, quanto costa una birra piccola? Wo liegen also hier die Unterschiede? Das Q, das wir aus dem Deutschen in Worten wie Quelle, Qualle und Quanto in der Waschmaschine kennen, also mit K und W aussprechen, im Sinne eines Breitmaulfrosches, wenn wir uns im Spiegel betrachten, spricht der Italiener das Q vom K ausgehend mit einem W Laut danach, wie im Englischen what, aus. Wir sind also im Spiegel gesehen ein Spitzmaulfrosch. Qu. Vom K weg zum W. Qu. Die Vokale werden alle sehr genau artikuliert. Die Endungen sind sehr wichtig im Italienischen. Es wird also nichts abgetönt. Aus quanto kann niemals quanta werden im Italienischen. Also quanto, das T ist ein stimmloses T und darf nicht aspiriert werden. Also nicht, wie wir das aus dem Englischen kennen, T und P mit Behauchung zu sprechen, sondern so wie wir das ohnehin in unserem österreichischen Deutsch machen, dass wir das D in der Umgangssprache ja nicht behauchen. Tante und Durin, Doll, wird alles ohne H gesprochen. Also quanto und das O genau artikulieren. Bei costa sind wir in einem Bereich, den wir gleich danach noch genauer besprechen werden. Es gibt sehr viele Wörter, die im Deutschen eine ähnliche Bedeutung haben wie im Italienischen, auch ähnlich geschrieben werden, aber anders gesprochen werden. Wir kennen unsere Es kostet. Wenn ich das schön spreche, sage ich auch, es kostet, aber viele sagen, es kostet. Das ist dieses Ö wieder drinnen und das darf eben im Italienischen nicht passieren. Bei gleicher Schreibung ist es aber sehr, sehr, sehr leicht möglich, dass man wieder in dieses alte Muster verfällt, das man schon aus der Muttersprache kennt. Also bitte ganz genau O, A auseinanderhalten. Quanto costa? Costa. Wir haben offenen O gesprochen. Und dann kommen wir schon zum Unterschied. Ja? Also nicht quanta costa una birra piccola, sondern quanto costa una birra piccola. Und bei birra piccola werden Sie vielleicht jetzt schon hören, nachdem Sie genauer darauf achten, dass es einen Unterschied gibt zwischen B in birra und B in piccola. Wenn Sie also Ihre Hand auf den Adamsapfel legen, die ganze Hand um den Hals vorne legen und dieses B aussprechen, dann müssten Sie das Summen bemerken, das Vibrieren. Und beim B tut sich nichts. B, 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 birra. Und dieses B muss wirklich als B gesprochen werden. Birra. Und bei piccola ist es ein stimmloses P, also es summt nicht im Kopf. Piccola, stimmlos. Birra, stimmhaft. In beiden Worten finden wir eine Doppelkonsonanz, die im Italienischen eher als Langkonsonanz realisiert wird. Das heißt, ich spreche ein langes R und ein langes K in piccola. Una birra piccola, nicht birra piccola. Quanto costa una birra piccola?